Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Ingolstadt-Karriere. Und ja Leute, heute haben wir folgende Spiele gegen Gladbach und Frankfurt. Werden wir schnell simulieren, dann gehen wir rein in die Januar-Transferphase. Die werden wir vielleicht komplett machen. Gegen Bayern gehen wir die Höhepunkte rein, gegen Leverkusen werden wir schnell simulieren. Champions League Achtelfinale ist die AS Rom, also den haben wir schon mal gesehen in der letzten Folge. Bis dahin kommen wir wahrscheinlich noch nicht Pokal gegen Heidenheim, das werden wir dann wahrscheinlich selber spielen. Dann sind wir jetzt hier beim Spiel gegen Gladbach, die sind letzter. Die haben 13 Punkte Rückstand, kommt Jungs, und wir verlieren gegen die, das ist Wahnsinn. Nächstes Spiel gegen Frankfurt, die sind ein Punkt vor uns, starten wir auch hier rein in die Schnellsimulation. Und hier besiegen wir dann 4:0, wieder komisch, Araujo und Vargas treffen, Branco doppelt. Dann sehen wir, dass Tobias Pech den Verein zu Sassuolo Calcio verlassen hat. Wir haben zwei verkaufte Spieler, Julian Araujo geht zu Napoli für 34,1 Millionen und Leandro Barrero Martins zu Bormel für 45,5 Millionen Euro. Drei neue Spieler hole ich, wenn es klappt. Francisco Miranda von Leverkusen, 50 Millionen, ein sehr gutes Talent. Rafael Guerrero vielleicht fürs ZOM, vielleicht geht er nochmal hoch mit seinen 33 Jahren, 12,5 Millionen. Und Finn Ole Becker, wenn das Geld reicht, 15 Millionen Euro. Und damit haben wir alle drei Spieler, Finn Ole Becker, Francisco Miranda und Rafael Guerrero. Jetzt starten wir hier rein in das Spiel gegen Bayern München, da gehen wir die Höhepunkte rein. 24. Spielminute, Eckball für den FC Bayern München durch Lucas Paqueta. Da müssen wir direkt versuchen, diesen Ball hier wegzuhauen. Aber das war nicht gut, da muss ich mir mal merken, dass wir den Ball wirklich safen müssen. So wie jetzt zum Beispiel und damit die Szene abbricht. Jetzt kommt wieder eine Chance bei München, Gelegenheit zur Flanke in der 33. Spielminute. Da müssen wir natürlich jetzt auch versuchen, den irgendwie wegzuhalten davon. Hier irgendwie ein Tor zu schießen oder annähernd zum Tor zu kommen, das war sehr, sehr gut. Aber nee, die Szene bricht ab, ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es nochmal einen Eckball. Stattdessen kriegen wir jetzt eine Flanke, beziehungsweise eine Gelegenheit zur Flanke. In der 45. Spielminute, kurz vor der Halbzeit, das wäre wirklich geil, kurz vor der Halbzeit das Tor zu machen, ich hätte passen sollen. Na Mann, ich wollte gerade noch den Knopf drücken für passen, aber habe mich dann für Schießen entschieden. Naja, 48. Spielminute, jetzt kommt wieder der FC Bayern München. Hier müssen wir wieder aufpassen, weil Bayern ist immer für ein Tor gut. Aber da sind wir wieder zur Stelle, sehr, sehr stark. Damit haben wir die Szene jetzt wieder abgebrochen. Aber jetzt kommt gleich die nächste Chance mit Diogo Jota. Wahrscheinlich läuft er entweder durch oder spielt den Ball hier hoch. Er schießt direkt, aber da ist natürlich Rossi, der den Ball hält. Und jetzt an Leute, ich kann kein Deutsch mehr. Ein Alleingang. Hier, wollt ihr mich verarschen, ne? Also das ist jetzt halt wieder typisch FIFA, ne? Es ist halt wirklich typisch FIFA, dass ich jetzt diesen Ball, also was war das jetzt? Der bleibt halt einfach stehen. Ja gut, dann bleibt halt einfach stehen. Ah, okay. Naja, mal schauen. Können wir irgendwie nochmal jetzt die Situation hier bereinigen? Aber wenn wir jetzt das Spiel noch verlieren, das wäre wirklich so dumm. Aber da haben wir den Ball. Wir kriegen nochmal eine Chance in der 90. Spielminute. Das ist jetzt die Chance, hier diesen Siegtreffer zu machen. Bitte. Es wäre so unfassbar wichtig, jetzt zu gewinnen. Aber der läuft nicht. Der bleibt halt einfach stehen. Damit spielen wir 0:0. Nächstes Spiel jetzt hier gegen Bayern 04 Leverkusen. Die haben 10 Punkte Vorsprung. Wir müssen mal was nach Europa machen, wenn wir hier in der Champions League dabei sind. Ist das eigentlich ohne Grund so? Kommt gegen Leverkusen Punkte holen? Nee, wir verlieren mit 3:2. Jetzt kommt das Spiel gegen Heidenheim. Da haben wir halt wirklich nochmal einen leichteren Gegner bekommen im Viertelfinale. Aber das ist auch wirklich ein geiles Viertelfinale. Dresden, Frankfurt, wir Heidenheim. Stuttgart gegen Mainz und Gladbach gegen Borussia Dortmund. Hier starten wir natürlich rein mit der A11. Vielleicht werde ich hier noch den einen oder anderen Spieler reinpacken. Ja, komm, ich würde sagen, wir werden mit der B11 reingehen. Oh, da ist Shuranov. Der läuft hier einfach nur durch. Jetzt komm, Junge, den musst du jetzt reinmachen. 17. Spielminute. Shuranov, Erik Shuranov macht den Ball hier rein zum 1:0 für den FC Ingolstadt. Und damit gehen wir hier im Viertelfinale gegen Heidenheim in Führung. Ganz, ganz wichtig, wenn nur noch so gute Mannschaften jetzt wie Frankfurt, Gladbach und Dortmund dabei sind. Bayern zum Beispiel raus, Leverkusen auch raus, Wolfsburg. Also die üblichen Verdächtigen sind nicht mehr dabei, die eigentlich immer dabei sein sollten im Viertelfinale. Shuranov erzielt das 1:0, aber noch alles möglich, weil man kennt ja den Computer. Da ist jetzt Morales, muss den Ball weiter spielen zu Shuranov. Weiter zu Bouchard, der ist da ganz alleine vom Keeper. 26. Spielminute, der macht das 2:0. Und das ist eine komfortable Führung für den FC Ingolstadt hier im Spiel
gegen den 1. FC Heidenheim. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier den Sieg holen. Ich wollte gerade sagen, die 3 Punkte einfahren. Nee, wir müssen hier gewinnen, um eine Runde weiter im Pokal zu sein im Halbfinale. Ich weiß immer noch nicht, haben wir denn das 3-mal gewonnen? Ich muss mal nach dem Spiel die Statistiken schauen, ob wir das da sehen, wie oft wir Pokalsieger geworden sind. Aber ich glaube 2-mal hintereinander, wenn ich recht weiß. Oder ich vertue mich da. Aber hier steht es erstmal 2-0. Oh, da ist jetzt Röhl, spielt den Ball durch zu Bouchard, weiter zu Erik Schuranov, 44. Spielminute, vor der Halbzeit machen wir die 3-Tore-Führung, einmal Bouchard, zweimal Erik Schuranov und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das könnte die Vorentscheidung sein, hier in diesem DFB-Pokal Viertelfinale. Da sehen wir es nochmal, Erik Schuranov bekommt den Ball von Bouchard. Bouchard macht da was im Sturm, wo der Innenverteidiger ist. Sollen wir auch rechts haben, wir gucken mal. Ach ja, können wir nicht gucken, wie viel das Tor das ist von Schuranov. Aber 3-0 Führung. Oh, da kommt er jetzt alleine auf uns zu. Und das ist so eine unnötige Situation. Weil jetzt ist erstens Kevin Cesar verletzt. Zweitens kriegt unser Abwehrspieler jetzt die glattrote Karte für so einen einsteigenden Sommer. Ja, im Halbfinale dann gesperrt. Nicht so schlimm, aber es ist völlig unnötig gewesen. Da ist Marquez weiter zu lang. Da ist jetzt Erik Schuranov und der haut den Ball rein. 68. Spielminute, 4-0 Führung. Es ist so dumm, Mann, dass ich mit Sommer da gefoult habe. Naja, gut, das kann man sich nicht mehr ändern. Jetzt ist es halt einfach so, was jetzt hier meine Spieler machen, keine Ahnung. Aber jetzt bricht die Szene ab. Und damit machen wir das 4-0. Erik Schuranov macht einfach 3 Tore, unfassbar, 4-0 Führung. Oh, da kommen sie jetzt nochmal, machen das 4-1. Das war dumm gemacht. Claudio Branco kommt nochmal rein jetzt für Bouchard. Ja, aber 4-1, wir sind eh durch, alles gut. Ihr zeigt 2 Minuten an, die sind jetzt gleich rum und wir kommen gegen Heidenheim ganz sicher mit 4-1 weiter. Und unser DFB-Pokalgegner im Halbfinale ist der VfB Stuttgart, die Mainz besiegen, Gladbach verliert gegen Dortmund, Frankfurt gewinnt gegen Dresden. Der Finaleinzug ist halt wieder möglich. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen hier auf meine Karriere. Da müsste es eigentlich sein, gewonnene nationale Pokale. Das ist der DFB-Pokal, das sind 2, wir wurden sogar Ligameister, lol. Also wahrscheinlich in der 2. Liga. Gewonnene nationale Pokale 2, das ist gut. Das heißt eben, dass wir jetzt die 2 DFB-Pokale hintereinander haben. Jetzt könnte der 3. kommen. Erstmal das Spiel hier gegen Bochum gewinnen. Die haben 9 Punkte, aber wir kennen das ja, dass man gegen solche Mannschaften dann nicht gewinnt. Aber hier gewinnen wir mit 2-1. Garnacho und Vargas treffen. Das letzte Spiel in dieser Folge nehme ich nochmal mit. Jetzt gegen Hertha BSC Berlin. Starten wir hier rein in die Schnellsimulation. Gewinnen mit 2-1. Branco und Maier treffen. Und da würde ich sagen, was ist von dieser Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist es mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.